Liebesflamme. Frau Elisabeth spricht über die Familien. Archivtonaufnahme. In der Zeitung Neuer Mensch habe ich neulich ein Gedicht gelesen. Dieses Gedicht ist von Dante. Ich habe nur den letzten Teil des Gedichtes gemerkt, wo Dante sagt, wo Dante so schreibt, wer ohne die Jungfrau Maria ihr Seelenheil erhofft. Es kann sein, dass ich es nicht Wort zu Wort wörtlich aus dem Gedicht zitiere, aber es ist so, derjenige oder diejenige macht es so, als ob man ohne Flügel fliegen will. Weil die Gottesmutter hat mir gesagt, schon vorher ihr zu mir kommt, mich um Hilfe zu bitten. Ich eile schon vorher zu euch, um euch zu helfen. Also, wenn die Gottesmutter Maria das tun kann, das so tun kann, wie wäre dann ihre Bitte dem himmlischen Vater nicht lieb? Es ist lieb. Ihre Bitte ist, dass der himmlische Vater uns helfen möge. Und das ist dem himmlischen Vater lieb, sehr lieb, die Bitte der Gottesmutter Maria. Wir sollten vor unser Auge halten, wir sollen die Gottesmutter Maria ehren, tief ehren. Ihr Merkmal dürfen wir ihr nicht verneuen, was die Mutter der Heiligen Kirche ihr als Merkmal gibt, dass sie die Jungfrau Maria mit großer Macht ist. In der jetzigen Situation ist die einzige Möglichkeit, eine große Gelegenheit ist, in den Familien, weil heutzutage sehr wenig Priester gibt, es herrscht Priestermangel, aber wenn der Familienvater der erste Priester der Familie wäre, ja, dieses Thema habe ich vorige Woche betrachtet und meditiert, ja, gerade vorige Woche, wie glücklich wäre dann die Welt, wenn der Familienvater der erste Priester für die Familie wäre. Dann würden die Familienväter eine große Rolle übernehmen. Eigentlich ist es die Pflicht der Familienväter in erster Stelle. Nicht die Pflicht der Priester ist es, dass das Leben der Familie besser und rein werde. Neben dem Familienvater hat diese Rolle, diese Pflicht auch die Familienmutter, die Mutter. Es ist kein Zufall, wo der Herr Jesus mir mitgeteilt hat, ihr Mütter, in euren Herzen und in eurem Schoß wächst jeder Schritt der Heiligen Mutterkirche. Das bedeutet nicht, dass die Familienväter jetzt in Hintergrund gedrängt werden oder beleidigt sein müssen. Aber nicht einmal ein höchstwürdiger Priester, höher oder größer als eine Mutter, nicht einmal die höchste Würde eines Priesters, höher als die Rolle einer Mutter. Hauptsächlich deshalb, weil im Mutterschoß, im Mutterherzen wächst die Familie, wird die Familie groß. Also jeder Schritt der Heiligen Mutter Kirche. Also das bedeutet, dass die Familien einen besonderen Segen bekommen, welche Familien die Kinder nach Gottes Willen erziehen und in erster Stelle die Kinder annehmen. Ihr Mütter, ihr Väter, ihr müsst, das ist eure Pflicht und auch unsere
Pflicht für uns alle. In den Familien zentriert sich der Wille Gottes. Die Familien müssen die kleinen Kinder lehren, wer Gott ist, seinen Namen beibringen, den Willen Gottes bei den Kindern so genannt einimpfen, weil Gott immer nur das Gute will. Also alles Gute stammt von dem lieben Gott. Die kleinen Kinder müssen die Eltern darauf aufmerksam machen, ihre Aufmerksamkeit darauf erhöhen, weil ein kleines Kind, ein vierjähriges Kind kann auch schon verstehen, dass alles, was gut ist, stammt von dem lieben Gott und nichts Böses. Das ist eine große Verantwortung. Ich bitte deshalb die gütige Jungfrau Maria. Ich flehe sie an, dass jedes Wort von mir, was ich über ihre Macht, über ihren Lobpreis, ich hier gesagt habe, das soll bei jeder in der Seele wirken. Die Gnadenüberströmung der Liebesflamme, was sie, die Jungfrau Maria, angefangen hat, möge wirkungsvoll fortgesetzt werden. Amen.